Windows-Nutzern wird oftmals empfohlen, doch auch mal Linux sich anzuschauen. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen gilt Linux als sicheres Betriebssystem und ist auch datensparsamer als Windows. Ein anderer Grund kann aber auch sein, dass man vor einem alten PC sitzt. Und dort läuft meistens Linux flüssiger und man bekommt noch aktuelle Updates. Ein Hemmschuh dabei ist meistens die Benutzerfreundlichkeit. Ich persönlich nutze Linux Mint und Ubuntu und kann sagen, dass ich als erfahrener Nutzer damit wenig Probleme habe, aber durchaus verstehen kann, wenn andere Nutzer damit ein Problem haben. Und genau in diese Kerbe schlägt jetzt Elementary OS in der Version 7 und wird hoffentlich diese Probleme lösen. Los geht's nach dem Intro. Ich führe euch einfach so ein bisschen durch das Betriebssystem durch, erkläre euch, was ich hier schon erlebt habe und was geht und was eben nicht geht. Fangen wir mal bei der Installation an. Die war völlig unspektakulär und war eine der einfachsten Betriebssysteminstallationen, die ich jemals durchgeklickt habe. Man wird einfach nur gefragt, was man machen will, also Betriebssystem installieren, danach wird die Festplatte gelöscht und man kann noch ein Passwort für die Festplattenverschlüsselung eingeben. Das war's. Das hat mir zugegebenermaßen sehr gut gefallen und damit ist man relativ schnell hier in der Benutzeroberfläche, denn die Installation ging bei mir relativ schnell. Und was ihr hier seht, ist das puristische Elementary OS. Es lehnt sich ein bisschen an Mac OS, also man sieht hier unten diese Dockleiste zum Beispiel und hier oben kann ich dann meine ganzen Anwendungen einblenden lassen. Kennt man ja so ähnlich von Mac OS. Für Windows-Nutzer ist das auch kein großer Umstieg, denn die Windows-Taste ist zwar hier nicht belegt, aber wenn ich hier oben auf Anwendungen gehe, dann öffnet sich eben hier diese Möglichkeit des Durchsuchens und hier kann ich dann eben alle Programme sehen, die aktuell installiert sind. Ja, man sieht, es ist nicht wirklich viel installiert. Es fehlt sogar Office, also da ist nichts drauf. Was aber drauf ist, ist ein Browser und wenn ich den öffne, dann kann ich erkennen, dass der wohl irgendwie auf Firefox basiert, denn Firefox Sync kann ich hier einstellen. Was ich nicht machen kann, ist allerdings Add-ons zu installieren. Die andere gute Nachricht ist aber, wenn ich in die Einstellungen gehe, sehe ich hier, dass Werbung schon standardmäßig blockiert ist. Auch das ist sehr benutzerfreundlich, denn unerfahrene Benutzer benutzen oft keinen Adblocker und setzen sich damit unnötigen Gefahren im Internet aus. Jetzt fragen sich die Erfahrenen unter euch, aber wenn ich doch Firefox haben will, wie komme ich denn daran? Ja, das geht natürlich auch, das ist kein Problem. Hier unten habe ich dieses App Center und jetzt kann ich hier einfach Firefox eingeben und kann das ganz normal nachinstallieren. Wer meinen Kanal länger verfolgt, der weiß auch, dass ich sehr gerne Passwortmanager nutze. Und mein Passwortmanager der Wahl ist eben KeePass. Und auch das ist natürlich hier nicht vorinstalliert. Wir haben hier eine sehr puristische Installation. KeePass kann ich aber hier ganz einfach nachinstallieren. Gleiches Spielchen. Übrigens ist das, was ihr hier seht, auch gleichzeitig die Update-Verwaltung. Hier kann ich auch mein Betriebssystem aktualisieren. Ein bisschen verwirrend kann das manchmal sein, denn zum Beispiel hier steht No Runtimes with Updates. Ich kann hier zwar auf Aktualisieren drücken, dann passiert nicht besonders viel. Das gleiche gilt hier für diesen Treiber, für diese OpenVMware-Tools. Das ist ja spezial, weil ich natürlich in der VM bin und die kann ich zwar hier installieren, die kommen aber beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder hier auf. Macht aber nichts, also für mich ist das erstmal so okay. Und wie man es halt von seinem Mobiltelefon kennt, die Sachen werden automatisch aktualisiert. Kann man hier übrigens einstellen, ob das auch passieren soll und ich würde das auf jeden Fall mal auf Ja stellen. Und jetzt die Frage am Schluss, an wen richtet sich jetzt denn Elementary OS? Und das Schöne bei Linux ist ja im Prinzip an jeden, weil jetzt können Einsteiger das System endlich mal vernünftig nutzen. Man wird nicht unnötige Sachen gefragt, man muss selten in die Konsole springen, um irgendwas zu tun. Man kann das meiste wirklich hier problemlos alles in der grafischen Benutzeroberfläche lösen und die Dinge, die man tun muss, sind auch eindeutig formuliert. Ich würde auch behaupten, wenn man macOS oder Windows kennt, dann kann man damit zurechtkommen. Vielleicht unterschätze ich da die Komplexität, aber eigentlich, naja, wenn ich hier Anwendungen klicke, muss ich das halt betrachten wie das Windows-Startmenü und kann hier eben eingeben, was ich machen möchte.
Und ich kann natürlich auch auf sehr viele Apps zurückgreifen, denn hier wird einfach Flatpak benutzt und damit kann ich auch sehr viele Programme installieren. Das heißt, auch wenn jetzt hier nicht viele vorinstalliert sind, nachinstallieren kann ich mir die alle relativ einfach. Ich kann zum Beispiel auch einfach LibreOffice, was ja normalerweise bei Mint und Ubuntu dabei ist, hier einfach nachinstallieren. An der Stelle kann ich nur eine absolute Empfehlung für Elementary OS aussprechen, denn hier wurde wirklich mal drauf geachtet, was der Nutzer am Ende sieht. Die Komplexität wurde wirklich auf das Nötigste reduziert und trotzdem habe ich natürlich als Power-User immer noch die Möglichkeit, mir die Komplexität wieder hochzuschrauben. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich natürlich über eure Unterstützung mit einem Abo oder einem Daumen nach oben.